3, 2, 1. No matter how hard I try. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard Games, beziehungsweise Simple HG. Heute mit dabei ist der Joe 4. Und ja, da kann ich das aufnehmen, deshalb soll ich mir mal so rüberkommen. Nimm mal eine Runde auf. Und ja. Ja, auf jeden Fall ist das hier meine zweite oder dritte Runde auf Simple HG. Und ja, wie gesagt, die Leute, die hier drauf einen Beta-Pass gewonnen haben, es sind glaube ich noch drei oder so offen, können sich gerne nochmal bei mir melden. Denn die haben sich noch nicht irgendwie gemeldet und deshalb ist es halt schade, wenn ihr hierauf nicht spielen könnt, wenn ihr euch einfach nicht meldet, das heißt, wenn ihr das Video seht und einfach mal nochmal die Giveaway-Auflösung angucken. Und ich blende hier oben rechts nochmal die Gewinne ein, die mir noch fehlen. Bitte einmal melden, sonst verlose ich nochmal andere drei unter den Kommentaren hier. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, schon einfach ein nettes Kommentar oder so und dann verlose ich nochmal die letzten Beta-Pässe, wenn die sich jetzt nicht melden, bis, sagen wir mal, bis morgen Abend wäre dann so der 5.4. Und ja, ich habe einen Dorf gefunden oder so. Ja, ja, aber du hast schon Pilzegold, oder? Ja, natürlich. Was sagen? Okay, gut, so geil. Ich meine, ich spiele HG noch nicht seit gestern. Also ich glaube, ich weiß, wie man das spielt. Ja. Ja. Warte mal. Ey, Crits wurden sogar gefixt, ne? Richtig sweet. Oh, ich baue mich erstmal auf so ein. Ich baue mich hier runter, aber da ist noch nicht mal Stein. Warte, ich kenne jetzt mal. Hier ist kein Ding, da ist nicht. Hä, in welche Richtung bist du gelaufen? Keine Ahnung, bei so einer Schlucht, ich töte gleich Menschen. Wer mich schon länger abonniert hat, weiß, ich bin der Känguru-Profi schlechthin. Der Känguru-Rod-Profi? Das war aber echt hier mein eins meiner Lieblingskits und jetzt ist es halt genauso wie früher. Und deshalb, ja, kann man das mal so ein wenig spielen. Und da haben wir schon den ersten getötet. Ja. Oh, schon wieder zu finden, auch man. Aber wir haben ja gerade ein bisschen leid getan. Der ist sehr. War das der geschrieben hatte? Nee. Der hat mir nur leid getan, weil er irgendwie gerade craften wollte und ich einfach getötet habe. Na, auf jeden Fall sind die Runden hier nicht so krass voll, da hätten die Leute mit Beta-Pass hier drauf joinen können, aber 15 Leute ist eigentlich ganz okay. Und ja, wie gesagt, Release wird, ich weiß nicht, wenn der Release jetzt kommt, wenn alle drauf können. Zwei Wochen mal. Aber wenn, dann kündige ich das an. Ich war nicht in meinem Team. Das ist bei dem Team und Lex, das ist nicht gut. Sorry für den Leid, tut mir leid. Ey, na gut, hier sind zwar zwei Leute in einer tollen Schlucht, die sich gleich ein wenig bekämpfen möchten. Wollen wir da mal hinterher springen? Ich glaube, wir machen das einfach mal so ins Wasser, aber ich weiß nicht, ob man mit Känguru so viel Fallschaden bekommt. Und dann würde ich sagen, quitten wir hier einfach mal drauf. Der hat ein bisschen Grappler mich. Der hat ein bisschen gegrappelt. Und ja, das Komische hier drin ist, da man halt so einen richtig guten Ting zu dem Server hat, esse ich die Suppen irgendwie immer so ziemlich komisch, weil man die irgendwie dann gleich instant isst. Und bei FreeHG war es dann immer so, dass es noch ein bisschen delayed war, wenn man die isst. Aber hier kann man gleich drauf hotkeyen und dann merkt man schon, dass man die gegessen hat. Deshalb droppe ich irgendwie voll viele Suppen. Aber egal. Und da hinten liegt schon der Server unter, hat sich angebrannt. Und das Känguru ist einfach hier so nice, dass ich jetzt einfach immer ihn hinterher springen kann und die ganze Zeit ihn, ja, sozusagen töten kann. Daher springen, töten, das ist ziemlich cool. Jetzt brennt er auch noch. Ist halt so das alte Känguru. Das sollte vielleicht noch ein bisschen genervt werden, weil so wäre das echt ein wenig OP. Es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß zu spielen. Und deshalb, ja, hoffe ich mal, dass der liebe Junk Boy nicht jetzt aus der Höhle rauskommt. Das wäre nämlich echt uncool. Und ich möchte ihn schon ein wenig. Ja, okay. Bist du in der Schlucht? Ja. Alter, aber du gehst noch nicht farmen, oder? Für was soll ich farmen gehen? Ich hab dann wen getötet. Eben noch zwei. Warte, ich mach salzige Melone, okay? Alles klar. So, gut lag. Kacke, ich glaube, der hat richtig viel Pilze. Soll ich dir helfen? Geht. Sag, wenn du nicht mehr kannst. Lol, Känguru-Refill geht ja jetzt wieder, fällt mir gerade ein. Der wurde zerstört. Nice, Joe 4. Ich hab Stack. Willst du auch ein bisschen? Ja, gib mal rüber für den letzten Kampf. Gib mal alles. Erstmal. Ja, du folgst dir, ne? Ja. Hier, gönn dir. Danke. Der hinter dir. One wie One, ey. Go. Dann droppt ihr voll viele Suppen mit einem guten Ping, das ist voll eklig.
müsste es nicht in Elba pingen. Ich hab ein paar einen guten Ping hierzu, ja, da hast du recht. Wenn einstellig ist, dann bist du okay. Bevor die FPS-Einbrüche irgendwie. Ah. Ja, liegt dann aber hier. Ich weiß, das liegt auch an mir. Ich weiß auch, warum das so ist, weil meine Festplatte voll ist. Ohne Spaß, ehrlich? Ja, ja. Also fast voll. Löscht du die Aufnahmen immer, wenn du fertig? Ja, eigentlich schon, nur ich habe ganz viele Aufnahmen, die ich noch ändern muss. Deshalb dauert das ein wenig. Schmock, ey. Können wir mal jetzt sterben oder so? Ich kassier die Crits. Danke! Ja, nice. Warte mal, voll. Du bist auch Känger, ne? Ja, wollen wir voll Impf machen? Ja. Dann haben wir beide einen Slot. Hier, hier, hier. Ich hab voll Impf. Ja, ich auch, aber warte mal. Lass mal ein bisschen weg. Hier ist es schön. 3, 2, 1, go. Go! Dürfte es mich jetzt eigentlich wegpingen, ne? Ja, mhm. Drauf gesuppen wie sonst, das ist so eklig. Ich hasse es eigentlich mit so einem etwas besseren Ping zu spielen, weil, keine Ahnung, du hast nicht gewöhnt. Achso, dann liegt das nicht daran, dass du deine Suppen droppst. Doch, ohne Scheiß. Hä, was hat Ping mit Suppen droppst? Weil ich dann viel zu früh Q drücke. Oh, du fickst mich gerade richtig krass. Ja, Schweini 1.8 Gott. Ist so. Oh, sick. Aber du hast schon 2 Subs gedroppt. Was ist los? Ja, natürlich droppe ich Suppen, weil ich bin das nicht gewöhnt. Ich drücke viel zu früh Kurbel, bevor ich Dings drücke. Das wird noch ein V-Tap-Kampf. Ich sehe schon, wie meine Hungerbar schwindet. Hey. Los bei dir. RIP, Alter, Joe 4 Top 5 Kombos. Ich hab mein Schwert gedroppt, Kitty. Ja, ne. Alter. Ich hab seit keine Ahnung, ich will nicht mal PvP, jetzt werde ich sterben. Tschüss, Joe 4. Ja! Ich hab gewonnen! Woo! Hast du noch Subs? Nee, keine mehr. Also ich hab wieder letzte Bob gespielt, weil ich einfach nichts so konnte, weil ich irgendwie so lange kein Minecraft mehr gespielt hab. Oh, GG. Naja, auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei Joe 4 vorbei. Und ja, die Begründung, warum ich jetzt am 4. Teil kein Video hochgeladen habe, lag einfach da dran. Da, ja, es gab ja dieses CSGO Major. Vielleicht hat das ja von euch auch geguckt. Das nennt sich MLG Columbus und das war halt das größte CSGO Major. Das habe ich halt von Montag bis Sonntag angeguckt. Dann hatte ich noch ein paar Videos vorproduziert, die habe ich halt hochgeladen. Damit derzeit habe ich halt nichts anderes gemacht als aufgestanden und dann irgendwie CSGO geguckt, noch ein paar andere Dinge gemacht. Und deshalb hatte ich irgendwie voll keine Lust auf Minecraft, aber jetzt habe ich irgendwie mal wieder Bock gehabt, da SimpleHG ein richtig cooler Server ist. Ich muss halt noch ein paar kleine Bugs fixen, noch ein paar andere Sachen machen. Und dann würde ich sagen, ja, was ist hier von mir? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wie gesagt, schon unten bei Joe 4 vorbei. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und bye! Mhm.